herrliches Frühjahr, es ist Anfang April und es ist fast so warm wie im Hochsommer. Alles ist aber sehr trocken, jetzt wird es Zeit, dass es mal wieder regnet und damit willkommen zum Gartenrundgang im April. Mittlerweile fahre ich meine Pflanzen jeden Tag raus, das tut denen unheimlich gut, ich spare eine Menge Strom, also eine Menge, es sind ja LED-Panels, die sind relativ günstig im Unterhalt. Und den Pflanzen, die fühlen sich richtig wohl im Sonnenlicht. Außerdem haben sie Wind und Bewegung, das mögen die auch gern. Dann wachsen die nämlich schön kräftig an. Ah, schauen sie nicht schön aus. Das sind hierzu die Journey Prints. Diesmal hoffentlich richtig ausgesprochen. Wunderbar. Die Kerstin hat mir das hier zugeschickt, eine schöne Wanne, die kann ich verwenden zum Pikieren oder zum Umtopfen von meinen Pflänzchen, ideal. Oder auch, um diese Tröge hier schön aufzubewahren. Da sind die relativ kippsicher, in denen hier können die schnell rauskippen, wenn ich die darüber transportiere zum Beispiel. Vielen Dank nochmal. Meine ganzen Tomaten und Paprika und so weiter habe ich jetzt außerdem mit solchen Schildern hier versehen. Ich habe gemerkt, die Aufkleber, die ich dran mache, die fallen doch ab und zu mal ganz gerne ab. Und die Schilder hier, die bleiben auf jeden Fall dran. Und ich kann immer sicher sein, was in den einzelnen Töpfchen ist. Falls ihr das Video zu meinem Kartoffelbaum noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch da oben in der Ecke. Riecht schon richtig schön nach Kirsche, ist aber eine Mirabelle. Ich habe mir die Äste jetzt abgeschnitten und würde die gerne in eine Vase stecken. Ich weiß nicht, ob diese Blütenknospen dann vielleicht noch aufgehen. Vielleicht kann mir der Heiko mit seinem schwarzen Daumen da mal weiterhelfen und das unten ins Forum reinschreiben. Ich habe ja auch von Äpfeln und Birnen und Kirsche solche Zweige. Ist das generell okay, wenn man das in eine Vase stellt? Geht das? Funktioniert das? Schreib es mir doch mal bitte rein. Das sind jetzt die Zweige von den Kirschbäumen mit schönen Blättern und Blütenknospen. Kommen jetzt in die Vase, mal schauen, ob es kommt. Die muss ich gießen, die sind arg trocken. Ihr seht, ich mache einfach die untere Pflanzschale voll, lasse das Substrat dann aufsaugen und später gieße ich den Rest einfach weg. So habe ich oben keine Feuchtigkeit, kein Schimmelproblem und von unten können Sie sich das nehmen, was Sie brauchen. Ja, wirklich schade. Von dem Pustergold-Paprika und von der schwarzen Paprika ist gar nichts aufgegangen. Ich habe auch kein Saatgut von der mehr. Es waren nur ein paar wenige Körner. Ich habe aber Post bekommen von der Katharine und vom Heinrich. Die haben mir Saatgut zugeschickt. Mal schauen, ob was zum Nachsäen dabei ist. Ja, Heinrich, von dir kam der Umschlag hier. Mal schauen, was du mir geschickt hast. Einmal Salat Batavia Rouge, Buschbohne Violett, Nicaragua, aber aus Hamburg. Sehr schön. Kopfsalat. Du Bon Jardinier, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der schöne Gärtner wahrscheinlich. Altöttinger Großkopfer da, wahrscheinlich ein Salat. Salat großer Blonder und die Gartenmeldel. Vielen Dank dafür. Und von der Katharine habe ich das hier bekommen. Scotch Bonnet, gelb, Vorgebirgstraube, das weiß ich. Das sind Einlegegurken, vielen Dank, kann ich sehr gut gebrauchen. Habanero Mustard, klar, Chilis. Butternut-Kürbis, super, wird kommen auch in die Erde, vielen Dank.
Mungbohne, auch interessant. Das erkenne ich sofort hier. Koriandersamen, mag ich sehr gern, aber als frischen Koriander. Monstranzbohne, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die sehen sehr hübsch aus, werde ich auch ausprobieren. Wieder sehr schöne schwarz-weiße Bohnen. Die Buschbohne Ying und Yang, super, freue ich mich sehr. Hier zwei Samenkörner drin von But Yolokia Rot. Keine Ahnung, was es ist, wahrscheinlich eine Chili. Schreibt mir das doch bitte unten in die Forenbeiträge noch rein, was das für Samen sind hier, wo es nicht bei drauf steht. Und Popcorn-Mais kommt natürlich auch in die Erde. Und Butla wahrscheinlich. Drei Körner, ich schätze auch Chili. Schreib es mir aber bitte unten rein. Schade, es ist keine Paprika dabei. Deshalb werde ich jetzt noch nach Paprika-Ausschau halten, denn ich brauche noch mehr Paprikapflänzchen. Leider habe ich keine Paprikasamen mehr gefunden, aber ich habe mich erinnert, ich habe ja noch den Gartengemüsekalender. Und da sind Paprikasamen dabei. Es war hier im Februar drin und die kommen jetzt rein. Viel Samen sind es nicht. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6, 12. Passt genau. Perfekt. Die Erde sieht von oben hier sehr trocken aus, ist sie aber nicht, denn sobald ich hier ein Stück runtergehe, ist die sofort wunderbar feucht. Warum ist das so? Weil sie sich eben von unten aufsaugen kann. Von oben bleibt sie trocken und damit schimmelfrei. Heidi fühlt sich hier im Gewächshaus nach wie vor pudelwohl. Sie legt auch wieder Eier, das finde ich prima. Jetzt wird es aber langsam Zeit, dass sie wieder zu ihren Geschwistern zurückkommt. Und ich hoffe sehr, dass die sich wieder miteinander verstehen. Ihre Freundin, die ist schon drüben. Da war es gar kein Problem. Die haben die sofort wieder angenommen. Hier im Gewächshaus bin ich außerdem dabei, die Erde rauszuschaufeln, also die obere Schicht. Ihr seht, so etwa 10 cm kommen raus und dafür kommt wieder Pferdemist rein. So mache ich das alle 2 Jahre etwa, dann habe ich immer eine schöne, frische, gedüngte Erde hier im Gewächshaus. Und meine Pflanzen, die wachsen immer ganz gut. Außerdem hat Heidi wieder angefangen, Eier zu legen. Das freut mich besonders. Das ist ein Zeichen, dass es ihr wieder deutlich besser geht. Hier seht ihr zum Beispiel ein Ei. Es ist grün, denn Heidi ist ein Araucana-Huhn, ist ein Grünleger, legt also schöne grüne Eier. Somit habe ich jetzt für Ostern fast weiße, hellbraune, braune und die grünen Eier. Ich brauche fast nichts mehr zu färben. Hier auf das Beet hatte ich eine dicke Lage Pferdemist drauf gemacht von meinem Gummiwagen. Ihr wisst Bescheid, das Video verlinke ich euch mal da oben. Und jetzt kommt eine Schicht Erde drauf, hier aus dem Gewächshaus. Und hier kommen dann Starkzehrer hin, sowas wie Brokkoli oder Blumenkohl. Also dann starten wir nochmal einen Versuch. Heidi kommt jetzt rüber, allerdings in den Auslauf draußen. Der ist zugesperrt und im Auslauf sind nur 2, 3 andere Hennen. Probieren wir es mal aus. Hey ihr, schaut mal, wen ich euch hier bringe. Das ist die Heidi. Jetzt müsst ihr aber leider wieder rein. So, auf geht's rein mit euch. Du auch, komm. Hopp, hopp, hopp. Alle schön rein. Nö. Auch, es tut mir leid, aber ihr müsst leider rein. Halt. Hahn, du auch. Schau her, Heidi. Hä? Was ist denn das für ein Käse? So, wie schaut's aus? Kann man es probieren? Du Kleine. Hängst da wie ein Schluck Wasser? Jo,
Einmal schütteln. Brrr. Was bist denn du für ein Angsthase? Hm? Also im Auslauf habe ich jetzt die Augsburger Hühner, das sind diese ganz schwarzen, mal raus, weil das sind die, die die Heidi am schlimmsten angehen immer. Drin gelassen habe ich den großen weißen Hahn, eine weiße Henne und Clara, die ist da hinten, das ist die Freundin von der Heidi. Die verstehen sich eigentlich ganz gut alle. Hm, der Hahn tut ihr nichts, die wollen eigentlich nur... Ihr wisst schon. Jetzt schauen wir mal, dass sich diese Gruppe hier bildet, hier draußen, ohne die schwarzen Augsburger. Ich werde es jetzt mal beobachten, vielleicht klappt es ja. Wenn ihr euch außerdem fragt, was das hier für Schnüre sind, das sind alles Nylonschnüre, die mir alle gerissen sind. Die sind eigentlich hier gespannt. Hier sieht man es schön auf den Seiten. Wie so Gitarrenseiten. Und die sollen das ganze Gewächshaus, also vor allem die Folie, ein bisschen stabilisieren. Ich hatte einen Wind, einen etwas stärkeren, die sind alle gerissen. Pff, da sieht man diese billigen Gewächshäuser, das ist eins von Beckmann hier, die taugen halt doch nicht viel. Beim Aufbau vom Gewächshaus soll man dieses Styroporband hier auf die Eisenstangen kleben, damit die Folie etwas geschützt ist. Die wird aber ganz schnell brüchig und liegt überall im Gewächshaus rum, dann volle Fehlkonstruktion. Hier an der Stelle hatte ich Edelkastanien vergraben, die vom Ubuntu-Hof. Schauen wir mal, ob aus denen was geworden ist. Aha. Hier sieht man die Kastanie und einen schönen Trieb. Auch hier sehr schön zu sehen. Also Ingrid und Martin vom Ubuntu-Hof, vielen herzlichen Dank nochmal, dass ihr für mich die Edelkastanien hier gesammelt habt. Fand ich total nett. Die habe ich jetzt in größere Töpfe umgepflanzt. Da dürfen die jetzt erstmal wachsen, ein bisschen groß werden. Und irgendwann werde ich sie dann rauspflanzen an eine schöne geschützte Stelle, vielleicht so direkt am Haus. Denn Edelkastanien sind sehr empfindlich, was Kälte angeht. Und bei uns hier im Voralpenland ist es kritisch mit Edelkastanien. Aber ein Versuch ist es wert. Ich hoffe, sie werden irgendwann tragen. Aber ob ich das noch erleben werde, weiß ich nicht, denn es dauert unheimlich lange. Aber man muss irgendwann anfangen. Ihr wisst ja, würde ich wissen, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und das meine ich auch so. Hier im Gewächshaus habe ich 4 von diesen Feldern. Auf jedes Feld kommt ungefähr so ein Kippkuli voll Pferdemist. Das sind so etwa 3 Schubkarren voll. Und man sieht schön, wie der Pferdemist hier schon toll verkompostiert ist. Viele Regen- oder Kompostwürmer sind hier drin. Tolle Erde. Da werden Tomaten und Paprika wieder schön wachsen. Und wie auch drüben im großen Gewächshaus, werde ich jetzt auch hier im Kleinen die Erde ab jetzt immer schön feucht halten. Das ist wichtig, damit die Mikroorganismen wieder zum Leben kommen und hier schön arbeiten können.
Hey, meine Kleine. Na, komm her. Komm. Ja. Hm? Es ist nichts da. Hast du gar keine Lust mehr? Hm? Sind doch nur die zwei Mädels da. Hm? Was ist los? Hm? Das musst du schon schaffen. Du bist keine Einzelgängerin. Nee. Hm? Schau, da ist die Clara. Hier kommen täglich mindestens 2 Gießkannen voll Wasser drauf. So bleibt die Erde jetzt schön feucht und die Organismen können hier schön weiterarbeiten. Wenn ich mir die Erde hier anschaue und nach unten grabe, seht ihr, bis unten hin alles feucht. Sehr schön, viele Würmer. So fühlen sich die Bodenlebewesen wohl. Bei meinem Feldsalat hacke ich alle paar Tage einfach einmal durchziehen, das geht ganz schnell. Was hier zwar noch klein, aber schön kommt, das ist die Pferdebohne, Saubohne, Ackerbohne. Das Video verlinke ich euch mal oben in der Ecke. Ruhe! Wie es mit Heidi hier im Stall weitergeht, da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Im Moment schaut es ganz gut aus, muss ich sagen. Es ist noch nicht optimal, aber deutlich besser als vorher. Die machen Krach. So, und du? Integrierst dich jetzt ein bisschen? Ja. Meine Kleine. Ja, komm. Ja. Ah. Also wenn 2 Dinge im Garten richtig stinken, dann sind das Brennnesseljauche und Hühnerkacke. Pfui Teufel, das stinkt wirklich bestialisch. Mein Birnbaum hier, Gellerts Butterbirne, steht schon in voller Blüte. Wunderschön. Hier hatte ich meinen Elefantenknoblauch hingepflanzt, also den mit den riesigen Knollen. Kommt wunderbar, 32 Zehen sind in der Erde und alle aufgegangen. Aronia hier, die treiben auch schon schön aus. Die fette Henne, die wird tatsächlich immer dicker und eignet sich jetzt wunderbar für den Salat, wenn die Blätter so schön klein und frisch und zart sind. Mmh. Schön knackig, guter Geschmack. Normale Filme von mir sind ja immer so um die 10 Minuten lang. Dieser ist mal wieder etwas länger, so etwa 20 Minuten. Schreibt mir doch mal bitte unten ins Forum rein, ob das so für euch okay ist oder ob das doch etwas zu langwierig ist. Würde mich wirklich interessieren, damit ich mich so nach eurer Meinung ein bisschen richten kann. Ja, das war ja schon wieder der Gartenrundgang im April 2017. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns beim nächsten Video bestimmt wieder. Bis dahin, euer Selbstversorger Ricotti. Das hast du super gemacht, meine Kleine. Ja. Hopp. Jetzt gibt es auch ein bisschen was an Gage. Da schon mal her. Da schon her. Mmh, ja, fein. Ja, fein.